Ja, guten Abend und herzlich willkommen, liebe Facebook-Freunde, zu unserer zweiten Ausgabe von Herr Bischof. Ich habe da mal eine Frage. Ich muss gleich vorneweg sagen, irgendwann mal in ein paar Sekunden oder ein paar Minuten werdet ihr eine Uhr läuten hören, die ist direkt hier hinter der Kamera. Dadurch nicht stören lassen. Das ist eine wunderschöne Stehuhr. Da machen wir dann vielleicht eine kurze Pause, wenn die läutet. Mein Name ist Karl-Georg Michel. Ich stelle einfach heute wieder die Fragen, die ihr uns gestellt habt, direkt an den Bischof. Herr Bischof, Ihnen war das ja ein großes Anliegen, sich den Fragen zu stellen. Warum? Ich glaube, dass es heute ganz, ganz wichtig ist, nicht nur auf Ambonen und Kanzeln und Altäre zu setzen, sondern auch moderne Podien, also auch Areopage, wie Paulus sagen würde, zu nutzen. Und dazu gehört auch eine Plattform wie Facebook. Ich denke, dass dies eine Möglichkeit ist, auch den Bischof zu Wort kommen zu lassen, einerseits, und andererseits, dass der Bischof selber etwas sagen kann, zu Leuten, die vielleicht nicht unbedingt im Volk Gottes, unter seinem Ambo seine Predigt hören. Jetzt kommt die Uhr. Jetzt warten wir kurz. Das schlägt schon. Hat einen sehr schönen Ton. Es ist ein altes Erbstück und von meinen Großeltern. Und das habe ich jetzt vom Elternhaus hierher geholt und die hat sofort hier wieder funktioniert. Ja, wir haben uns überlegt, ob wir es ja irgendwie stoppen, aber Nee, aber das ist jetzt sehr schön. ich hab selber auch so eine Wanduhr, auch ein Genau. Erbstück, da Die andere ist in meiner Wohnung und die ist jetzt hier. geht man da dran an sowas. Das hat man jetzt gerade auch schon gemerkt, man sieht es auch im Hintergrund. Wir sind jetzt hier in Ihrem neuen Amtszimmer im Bischofshaus. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Also, mir gefällt es sehr gut. Dies ist eine Notlösung, denn ursprünglich hatte ich ja vor, im traditionellen Bischofshaus mein Quartier aufzuschlagen mit Büroräumen, auch mit Zimmern, um Menschen zu empfangen, auch sie zu bewirten. Das ging jetzt nicht, weil das Bischofshaus doch größer saniert werden muss aufgrund technischer Probleme und Defizite. Jetzt bin ich hier gleich in die Nachbarschaft gezogen. Die Räume sind kleiner, aber es ist ein sehr gemütliches Haus und vor allem es ist ein sehr ruhiges Haus. Wir haben hier Doppelfenster, dann manche Wände sind schief und ich glaube, dieses Haus hat, wie man so sagen würde, auch was Gemütliches und Schnuckeliges. Ich bin gerne da. Jetzt habe ich noch, also wir sind ja noch so ein bisschen so bei der Einleitung von dem heutigen Abend. Jetzt habe ich noch Genau. eine Frage. Wissen Sie, was am 26. Juli war? Sie müssen ein bisschen um die Ecke denken, dann kommen Sie vielleicht drauf. Am 26. Juni oder Juli? Juli, Juli. Da war das Fest der heiligen Anna und des heiligen Joachim, sozusagen Genau. Patrozinium und Weihetag von katholisch Sankt Anna, nämlich der Sternkirche. Also mit Weihe waren Sie jetzt eigentlich schon auf einem guten Weg. Nee, der 50., der 5., also der 26. Juli, das war der 50. Tag nach Ihrer Bischofsweihe. Also Sie sind jetzt praktisch 52 Tage im Amt als Ah, ja. Bischof. Ja, wie geht es Ihnen denn da so mit, wenn Sie jetzt Bischof sind? Also ich muss sagen, sehr, sehr gut. Ich war ja jetzt schon Leiter der Diözese ein Jahr, kann man sagen, kurz nach Ulrich letzten Jahres als Administrator des Bistums vom Domkapitel gewählt. Dann war das so eine Steigerung. Ich wurde dann ernannt Ende Januar zum Bischof, dann durch die Weiheverschiebung apostolischer Administrator mit allen Rechten und Pflichten eines Diözesanbischofs, ausgenommen von Weihehandlungen. Und jetzt die Bischofsweihe am 6. Juni. Also ich kann nur sagen, ich bin weiterhin sehr froh, auch dieses Amt übernommen zu haben. Ich kann zurückblicken auf viele schöne Gottesdienste, gerade die Diakonen- und Priesterweihe, die ich zum ersten Mal spenden durfte, das Hochfest des ersten Bistumspatrons des heiligen Ulrich, auch Aussendung von Religionslehrern, aber auch Begegnungen etwa mit Menschen mit Behinderung in Ursberg, mit Jugendlichen, also ganz, ganz unterschiedlich. Ich denke,
dass ich immer noch von so einer Welle der Grundsympathie getragen bin. Das ist gut für einen Start. Ich weiß aber auch, dass der Alltag kommen wird, dass ich Entscheidungen wohl auch treffen werde, die nicht allen so passen. Ich habe mal in einem Interview, Herr Michel, am Anfang gesagt, ich möchte geradlinig sein und ich weiß auch, dass ich manchen wohl auch subjektiv empfunden wehtun werde. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwelche Leute vorsätzlich verletzen möchte, nur denke ich, ich kann es nicht allen recht machen. Aber, und das möchte ich noch hinzufügen, zwei Stichworte sind für mich ganz wichtig in meiner Amtsführung, nämlich Transparenz und Konsequenz. Und das bedeutet, mit vielen Menschen zu reden und gleich, also transparent zu sein, aber gleichzeitig konsequent zu agieren. Und darauf freue ich mich. Das Amt ist zu schaffen. Also ich bin weiterhin sehr zuversichtlich. Okay, dann schauen wir mal und freuen wir uns auf die Also jetzt zunächst auch nochmal ein Dank an die Facebook-Freunde für die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ihr könnt auch weiterhin jetzt während der Sendung Fragen stellen, beim Live-Chat zum Beispiel oder als Direktnachricht bei Facebook. Die werden mir direkt auf mein Handy draufgeschickt. Also einfach mutig sein, Fragen stellen, dann versuche ich die auch zum Greifen. Wir haben heute zwei Themenfelder. Das eine ist nochmal so ein bisschen Corona und das andere Themenfeld, das ist jetzt ganz aktuell die Instruktion aus Rom über die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinden. Ich würde sagen, wir fangen mit Corona an, weil das auch die wenigeren Fragen sind. Da haben wir eine Frage, die geht so drum, also die geht, wann man dann wieder offiziell auch den Herrn praktisch mit dem Mund empfangen darf, also Mundkommunion. In Österreich ist das schon wieder möglich. Bei uns, wenn überhaupt, dann eher so praktisch nach Absprache mit dem Pfarrer, vielleicht irgendwo in der Sakristei oder so. Und das ist kein Zustand mehr, sagt der Facebook-Freund uns. Was sagen Sie dem? Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass überhaupt wieder die Messfeiern stattfinden können und dass wir Kommunion als Priester austeilen dürfen und die Gläubigen sie empfangen dürfen. Das ist für mich der entscheidende Punkt, dass das eucharistische Fasten, das gerade in der Fastenzeit, dann in der Karwoche und auch über Ostern hinweg da war, beendet ist. Bei der anderen Sache, Mund- oder Handkommunion, kann ich nur sagen, ich weiß es nicht, wann die Regelung bei uns in Bayern anders aussehen wird. Hier geht es aber auch ein bisschen um Chorgeist, innerhalb der Bischofskonferenz. Wir sind hier in Verbindung, das heißt das katholische Büro Bayern in unserem Namen mit der Staatsregierung, vor allem mit der Staatskanzlei. Und im Moment gibt es keine Mundkommunion. Wann das aufgehoben wird, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist ja auch vom medizinischen Standpunkt sehr, sehr unterschiedlich, wie diese Form des Kommunionempfangs bewertet wird. Für mich wichtig ist aber, dass wir wegkommen von der Form des Kommunionempfangs. Es geht ja weniger darum, ob ich mit der Hand oder mit dem Mund die heilige Kommunion empfange, sondern dass Kommunizieren selbst ein heiliger Akt ist, mit Ehrfurcht zu vollziehen. Und das kann ich in beiden Formen. Wenn ich die Hand halte, wie es ja auch von den Kirchenvätern gesagt wird, sie zum Thron mache für den König, der mir in die Hand gelegt ist, nämlich in der Hostie Jesus Christus, ist das genauso, wie wenn ich die Hostie mir auf die Zunge legen lasse. Und wenn manche sagen, Mundkommunion ist voller, was die Gnade anbelangt, als die Handkommunion, da komme ich nicht mehr ganz mit, weil da machen wir die Form wichtiger als den Inhalt. Und ich muss immer wieder sagen, manchmal auch etwas mit einem Bonmot, wenn ich auch in unsere Kirche reinschaue, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass auch Kirchenleute mindestens so viel mit der Zunge und mit dem Mund sündigen können, als mit den Händen. Deshalb sage ich einfach, schön, toll, dass wir wieder kommunizieren dürfen, dass der Leib des Herrn wieder ausgeteilt werden darf und die Form sollte doch nicht so wichtig sein. Vielleicht bei der nächsten Frage,
wenn es geht, eine kürzere Antwort. Damit ja, sonst kommen wir nicht durch. Genau. Eine andere Frage, die wir auch haben, die geht auch Richtung Sakramentenempfang, geht um das Thema Beichte. Also wann darf man die Beichtstühle wieder benutzen? Man hat de facto die Beichte in den letzten Monaten komplett abgeschafft. Es hätte in vielen Vereinen oder in den meisten Vereinen hätte es gar kein Angebot gegeben. Also ich kommentiere das jetzt mal selber und also ich kann das jetzt so nicht bestätigen, weil ich weiß, dass es zum Beispiel in Augsburg schon gab, aber was sagen Sie da dazu? Auch hier, glaube ich, ist ähnlich wie bei Mund- oder Handkommunion, die Form ist zweitrangig. Wichtig ist, dass nie die Möglichkeit eingestellt worden ist, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Und der Beichtstuhl als Möbelstück ist sekundär. Ich denke, auch hier müssen wir die Hygiene- und Sicherheitsmaßgaben akzeptieren. Aber ich kenne keinen Priester, der gesagt hat, ich stehe nicht für das Sakrament der Versöhnung zur Verfügung. Ich selber kann nur sagen, Herr Dr. Michel, auch als Priester habe ich in der Karwoche gebeichtet, wie ich das immer tue. Und es war für mich absolut kein Problem, auch schon als ernannter Bischof einen Mitbruder zu finden, mit dem ich mich von Angesicht zu Angesicht besprochen habe und der mir dann die Lossprechung erteilt hat. Jetzt habe ich aber gerade noch zwei andere Fragen gekriegt. Ich tue die mal gebündelt sagen. Also die erste ist, wie Sie das als Bischof auch mit Ihrem persönlichen Glauben oder vielleicht mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, dass die Kirchen während der Corona-Zeit, dass Sie die Kirchen während der Corona-Zeit haben schließen lassen. Und das zweite, wann es denn wieder Weihwasser geben wird. Also zunächst mal muss ich schon mal klarstellen, dass die Kirchen in der Regel nicht geschlossen worden sind. Da sind wir nicht den österreichischen Weg gegangen, sondern hier im Bistum sind in der Regel die Kirchen offen geblieben. Es gab einige Ausnahmen, aber die waren begründet. Also es waren offene Kirchen, aber es waren nur keine gottesdienstlichen Versammlungen. Und das Zweite mit dem Weihwasser, da werden wir auch uns nach den Hygienevorschriften richten. Es gibt ja auch schon einmal Erfindungsgeister, die sagen, ähnlich wie wir die Desinfektionsdosen und Sprüher haben, ob man etwas Analoges für die Weihwasserbecken machen können. Also ich glaube, auch da müssen wir innovativ sein. Es ist ganz, ganz wichtig und das ist meine Hoffnung, dass wir doch Corona überwinden werden. Und wenn das dann mal der Fall ist, wir einigermaßen wieder zur Normalität zurückkehren werden. Okay. Ich mache jetzt mal eine Brücke mit einer Frage, die sich eigentlich auf Corona bezieht, die man aber auch schon auf die Instruktion aus Rom beziehen kann. Also es hat uns jemand geschrieben, also aus dem Bistum, dass es in seiner Pfarreiengemeinschaft bis Ende September in den Filialkirchen oder in den anderen Pfarrkirchen keine Gottesdienste gibt wegen Corona. Aber in der Nachbarpfarreiengemeinschaft ist es eigentlich so, dass es momentan auch jetzt schon in jeder kleinen Filialkirche einen Gottesdienst gibt. Also da ist jetzt einfach die Frage, warum wird das da jetzt ganz unterschiedlich gehandhabt? Liegt das irgendwie an den Leitungsteams vor Ort? Also ich denke, dass jede Pfarreiengemeinschaft eine eigene Physiognomie, ein eigenes Profil hat. Und der Pfarrer zusammen mit seinem Pastoralrat wird sich was gedacht haben, wie er diese Öffnung nach der großen Corona-Krise für seine Seelsorgeeinheit gestalten will. Ursprünglich war es so, in den ersten Öffnungsschritten, dass wir gesagt haben, es soll nur in der zentralen Pfarrei, in dieser Pfarrkirche, sollen Gottesdienste angeboten werden. Dann haben wir es schon geöffnet auf größere Pfarrkirchen, was immer das heißt. Und manche gehen jetzt wieder so weit, dass sie auch in Filialkirchen wieder was anbieten. Also ich denke, da sollte man kein Dogma draus machen. Allerdings kann man auch überlegen, und das glaube ich kann uns Corona zeigen, nicht im Sinne eines unguten Zentralismus, aber dass wir sagen, wo haben wir zentrale Pfarrkirchen? Die Italiener würden sagen, luoghi forti, also starke geistliche Orte, die es auch wert sind, dass wir uns versammeln und Andachten oder kleine Gottesdienste können auch in den Filialkirchen weiter stattfinden. Also hier geht es nicht um Verbote, hier geht es um praktikable Wege. Ich sage ja einfach mit den Franziskanern, die ihre Regeln in ihren Gemeinschaften im Bistum alle miteinander in einem Wort schließen, regelt nicht alles, lebt es vielmehr. Und darauf setze ich auch als Bischof. Ich brauche nicht
in jeder PG von oben über meinen Generalvikar verordnen lassen, wo Gottesdienste stattzufinden haben und wo nicht. Das ist kommunikative Leitung, dass wir miteinander auch schauen, wo tut es gut, wo lassen wir es im Moment noch. Da sind wir jetzt aber bei dem Punkt, also verordnen oder so, bei der Instruktion der Kleruskongregation aus Rom über diese missionarischen Aufgaben der Pfarrgemeinden, da ist ja auch die Kritik, dass einfach jetzt Rom da irgendwie was verordnet hat und eigentlich keinen Bezug auf die Realität nimmt. Wir haben am letzten Samstag dazu auf Facebook eine kurze Passage aus ihrem Statement veröffentlicht. Also wir haben sie zitiert: Die wahre Erneuerung der Kirche setzt weniger auf eine Veränderung von Strukturen. Sie muss tiefer an die Substanz gehen. Ziel ist eine geistliche Reform. Und das hat doch relativ viele Kommentare ausgelöst, zustimmende Kommentare, aber auch Kommentare, die ein bisschen so kritisch nachgefragt haben. Also einer hat geschrieben, grundsätzlich hat der Bischof recht, aber diese geistliche Reform, das ist ja eher so, das ist nicht wirklich greifbar. Und eine strukturelle Reform, in welcher Form auch immer, die ist unabdingbar für die Kirche. Was antworten Sie da drauf? Also zunächst mal möchte ich schon mal sagen, was heißt strukturelle Reform? Machen wir jetzt nicht irgendwie eine große Sache auf nationaler Ebene oder gar weltkirchlich, sondern bleiben wir mal in der Diözese Augsburg. Und da haben wir eine sehr gute strukturelle Reform angeleiert und sind dabei, sie konsequent umzusetzen, nämlich die Raumplanung 2025. Die ist bereits angedacht, dann organisiert und wird jetzt realisiert von meinem Vorgänger, dem Bischof Konrad Starsa. Ich war damals auch schon mit dabei in dieser Arbeitsgruppe und die ist so gut, dass wir sagen können, in den nächsten 5 Jahren dürfen wir diese Struktur der geografischen Aufgliederung unserer Diözese halten und können uns nicht ausruhen, aber die ist lebbar. Das ist Strukturreform, die wir haben. Und das andere ist jetzt aber, diese Strukturreform noch mehr mit Leben zu erfüllen. Konkret, wir haben außer 2 Dekanaten Günzburg und Kaufbeuren alle Dekanate visitiert. Im nächsten Arbeitsjahr möchte ich auch zusammen mit den Weihbischöfen und dem Generalvikar diese 2 letzten Dekanate noch visitieren, weil sie große, wichtige Dekanate sind. Und wir sind auch bereits dabei, die Visitationsberichte auszuwerten, nicht nur statistisch, sondern vor allem geistlich-pastoral. Was ist los an kirchlichem Leben? Wo haben wir Überbelichtungen? Und wo sind wir aber unterbelichtet? Mir fällt jetzt zum Beispiel ein die Bibelarbeit. Noch vor 20, 30 Jahren, als ich selber Pfarrer war, an den Kaplanstellen und in der Pfarrei, gab es fast überall Bibelgruppen. Jetzt als Visitator musste ich sagen, tabula rasa. Die Bibel ist unser Grundbuch, zum Beispiel. Auch andere Themen, etwa Gremien, die nicht nur organisieren, nichts gegen Festausschüsse, die braucht es. Sonst stehen wir beim Pfarrfest trocken da, maximal mit Wassergläsern und trocken Brot. Da kann man nicht feiern. Sondern die sind wichtig. Aber wir müssen versuchen, über diese reinen EV- und Feststrukturen rauszugehen, in die Tiefe zu gehen. Weiterer Punkt. Wenn ich als ehemaliger Leiter des Seelsorgeamtes mir Flyer anschaue, jetzt muss ich auch selbstkritisch sagen, stelle ich halt fest, dass es durchaus auch Flyer gibt, die inhaltlich dasselbe aussagen wie vor 20 Jahren. Nur die Technik, Gestaltung und vielleicht das Datum hat sich geändert, das ist zu wenig. Und in dieser Richtung jetzt nun weiterzudenken, auch geistlich weiterzudenken, auch jetzt nach Corona zu schauen, was machen wir mit dem Digitalisierungsschub? Wie können wir als Kirche gerade in Medien, die nicht gleich spirituell wirken, die Botschaft Jesu Christi einspeisen? All das sind Themen, die eine geistliche Reform bringen. Und ein letztes ganz konkret: Mir geht es einfach darum, auch als Bischof immer mehr Menschen einzuladen, sich auf Jesus und seine frohe Botschaft als Lebensprogramm einzulassen. Manche sagen etwas steil, Jesus-Freundschaft. Es ist ein hoher Begriff.
weil es diese Freundschaft auch Höhen und Tiefen kennt. Aber einfach zu wagen, mit Jesus in lebendige Beziehung zu treten. Und das ist das Primäre, was ich mit einer geistlichen Erneuerung ausdrücken will. Und da haben wir jetzt im Bistum Zeit, mindestens mal 5 Jahre, weil wir nicht neue Strukturen schaffen müssen. Jemand hat geschrieben oder so die Frage gestellt, also wir sind immer noch bei dem Spagat zwischen struktureller Reform einerseits und dieser geistlichen Reform. Jemand stellt dann trotzdem die Frage, ob Sie da nicht die Quadratur des Kreises versuchen. Können Sie das ein bisschen, oder was meint der Frager oder die Fragerin? Er sagt, er sei erschrocken über das Papier aus Rom und er ist dankbar für Ihre Erläuterungen. Meinen Sie nicht, Herr Bischof, Sie versuchen die Quadratur des Kreises? Das ist so die Frage. Ich vermute mal, dass es so das eine ist, dass man halt trotz allem versuchen muss, irgendwie die Strukturen so zu regeln, dass es halt auch Zukunft hat. Und das andere ist das, dass man diese geistliche Erneuerung machen muss. Und für ihn ist, glaube ich, die Frage, ob beides gleichzeitig geht oder ob man sich da vielleicht ständig im Kreis dreht. Im Kreis dreht oder vielleicht sogar, wenn ich jetzt so interpretieren darf, ob diese beiden Zielsetzungen kompatibel sind miteinander. Vielleicht können wir so mal eher nur sehen, Herr Dr. Michel. Und ich glaube, das muss uns gelingen. Denn die Strukturen müssen so geschaffen sein, dass sie geistliche Anliegen vermitteln und spirituell, pastorale Ausrichtung bedeutet nicht, die Wirklichkeit wegzuspiritualisieren, sondern sie hier einzupflanzen. Also das Ganze wird nur gelingen, wenn beides zusammenpasst. Und vor diesem Hintergrund werden wir sicher auf Dauer hinschauen müssen, ob die Strukturen der Kirche, wie sie jetzt sind, noch passen. Aber das würde ich weniger im Sinne von Kompetenzquerelen interpretieren, sondern dass wir uns die Frage stellen, als Kirche, katholisch mal, aber auch für die Evangelischen trifft es mindestens so zu, was ist unser Kerngeschäft? Worauf lassen wir uns ein, beziehungsweise was haben wir als Exklusivangebot zu bieten, damit wir ein Recht beanspruchen können, wenn wir vielleicht nicht ganz systemrelevant mehr sein sollten, im Grunde, ich finde, wir sind systemrelevant, aber wenn wir das mal nicht mehr sein sollen, doch für viele Menschen lebensrelevant zu sein. Das ist doch das eigentliche Kerngeschäft. Und wenn ich nur mal schaue in unsere Sitzungen und zu Meetings, an denen ich auch als Bischof teilnehmen muss, Diözesansteuerausschuss, Diözesanvermögensrat, Stiftungsratsvorsitze oder Mitgliedschaften. Das klingt schon alles sehr rechtlich und finanziell und so ist es auch. Ich bin auch als Bischof noch immer in vielen Thematiken fachfremd unterwegs. Ganz toll, dass ich viele kompetente Männer und Frauen habe, die das studiert haben und auf die ich mich verlasse. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Aber was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir auch diese Themen, für die wir Theologie studiert haben, manche sogar noch Psychologie oder soziale Arbeit, Religionspädagogik, alles was es hier gibt, dass dies noch stärker im kirchlichen Leben zum Tragen käme. Fallbeispiel, damit wir auch hier nicht wegschweben. Manchmal stelle ich fest, dass selbst in den Leitungsgremien des Bistums, ob das die Hauptabteilungsleiterkonferenz ist, oder das Domkapitel als Konsultorengremium, alles Priester, Theologen. Wenn ich da die Tagesordnung anschaue, dann kann es passieren, dass wir 3/4 uns mit diesen Rechts- und Finanzfragen beschäftigen, weil wir da immer zustimmen müssen und zur Kenntnis nehmen und dass das andere weggibt. Und so ähnlich weiß ich, das ist es auch auf der Ebene unserer Pfarreien und Dekanate. Und da, denke ich, werden wir schauen müssen, dass wir auf der einen Seite rechtlich und finanziell keine Gratwanderungen machen, geschweige denn krumme Touren. Auch das bedeutet Transparenzoffensive. Wir dürfen keine Leichen im Keller haben, sonst haben wir neue Skandale. Die kennen wir, die sind schmerzlich, Schaden der Glaubwürdigkeit. Aber dass wir gleichzeitig nicht nur defensiv Skandale vermeiden,
und immer mehr Schutzmaßnahmen und Versicherungen da aufbauen, sondern gleichzeitig und vor allem versuchen müssen, die Frage auch konkret werden zu lassen, wie bringen wir heute das Evangelium unter die Leute? Das ist das, was andere Evangelisierung nennen. Ich stelle es mal als Frage. Aber darum geht's. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind jetzt bei der Instruktion, geht es ja auch ein bisschen so um die Frage des Miteinanders von Laien und von Priestern. Wie stellen Sie sich da das zukünftig, das Verhältnis zwischen Laien und Priestern vor? Also ich stelle es mir eigentlich für die Diözese Augsburg so vor, wie wir es jetzt, wo es gelingt, schon praktizieren. Und zwar zunächst einmal fangen wir alle gleich an. Der Startschuss ist für jeden Einzelnen die Taufe. Ob das Frauen und Männer später sind im Volk Gottes, Laien setze ich gerne in Anführungszeichen, weil das immer nach Dilettantentum klingt, das ist es nicht. Die Ermächtigung fängt an, sozusagen mit der Taufe, oder anders gesagt, der Glaubensfahrtenschreiber fängt mit der Taufe an. Und dann kommen andere Sakramente hinzu, ob das die Ehe ist, ob das eine Weihe ist, und auch ein Priester, ein Diakon, ja selbst ich als Bischof, gehöre damit durch diesen Startschuss, durch den Beginn meines Fahrtenschreibers, voll ins Volk Gottes. Das heißt, auch Priester, Bischöfe, Diakone, der Kleriker insgesamt steht im Dienste des Volkes Gottes, weil er selber Glied des Volkes Gottes ist. Und so stelle ich mir das in Zukunft auch noch mehr vor. Nicht eine Entrückung in eine neue Kaste, Kleriker sein, Geweihter, Priester, Diakon, Bischof, heißt nicht katholisches Kastenwesen pflegen, sondern von Gott durch Handauflegung und Gebet des Bischofs eine besondere Aufgabe im und für das Volk Gottes zu übernehmen. Und dann ergibt sich's eigentlich automatisch. Bleiben wir nochmal klassisch bei einem Pfarrer. Der Pfarrer hat vor allem die geistliche Kompetenz, die ihm als Hirte zukommt. Und der Hirte ist nicht der Platzhirsch, sondern der Hirte ist mitten in seiner Herde. Und die Herde sind nicht nur blökende Schafe, sondern in der Herde gibt's schwarze und weiße. Es gibt auch Hirtenhunde, die um die Herde schauen und dem Hirten helfen, dass die Herde beisammen bleibt. Und der Hirt läuft nicht immer vorne weg, der ist vielleicht mal mittendrin oder er macht die Nachhut. Also vor diesem Hintergrund, um im Bild zu bleiben, geht es mir nicht darum, Konkurrenzen aufzubauen, im Sinn von Kompetenzdiskussionen, sondern je nach Stand der Kirche gemeinsam zu schauen, wie kann diese Herde Jesu Christi, ob das eine Pfarreiengemeinschaft ist, ein Dekanat oder ein ganzes Bistum, nach vorne kommen. So stelle ich mir das vor. Eine Frage heißt, also Sie sprechen in Ihrem Statement auch davon, dass der Pfarrer sich in seiner Lebensform dann auch menschlich getragen fühlen kann von seiner Gemeinde. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Also das Ganze hat einen Hintergrund. Auf meinen Visitationen und in vielen Gesprächen mit Mitbrüdern, die ich persönlich kenne, nicht nur im Bistum, kann ich sagen, dass die meisten Zweifel, Probleme, auch tiefe Lebenskrisen nicht so sehr theologische Fragestellungen primär sind, sondern menschliche Krisen, weil wir immer Menschen bleiben. Und ich stelle fest, dass doch bei nicht wenigen Priestern ein Problem herrscht, nämlich ein humanes Netzwerk zu haben, also von Menschen mitgetragen zu sein. Das fängt schon damit an, dass viele Priester Schwierigkeiten haben, ganz normale Feste zu feiern. Jetzt beim Geburtstag noch anders. Ich habe das ja jetzt selber super erleben dürfen, trotz Corona. Und mein Gartenfest hier, das
vorbereitet worden ist. Es war aber immer schon sehr schön, die, auch die privaten Feiern, weil ich eigentlich auch Freundschaften gepflegt habe. Aber ich weiß auch von anderen, für die ist etwa der Heiligabend ein Horror. Die sagen, ich bin froh, dass ich von der Kindermette bis zur Christmette ständig im Einsatz bin. Ich wüsste nicht, wie ich 2-3 Stunden alleine mich beschäftigen sollte. Und noch schlimmer sind die Urlaubszeiten. Ich weiß es von Priestern, die machen nicht richtig Urlaub. Oder sind nur immer allein auf Urlaubstournee. Aus welchen Gründen auch immer. Also, menschliche Kultur bedeutet, auch einmal ganz normal Mensch zu sein. Ich gehe zum Beispiel auch mal gerne in die Stadt Augsburg oder setze mich in einen Biergarten, suche auch jetzt weiter Restaurants auf, mache auch jetzt ganz normal Urlaub. Und ich muss einfach sagen, in meiner engsten Umgebung, im Bischofshaus, wo ich einfach auch Geborgenheit habe als Mensch, nicht mit lebendigen Weihrauchfässern, sondern einfach mit ganz normalen Menschen, aber dann auch im Dienst, da geht es mir darum, Vertrauen aufzubauen. Und ich versuche, ein menschlicher Chef zu sein und die Frauen und Männer um mich herum, glaube ich, ertragen mich auch und lassen mich auch Mensch sein. Und ich umgekehrt auch. Und wenn das funktioniert, das ist die halbe Miete. Nicht so sehr der Stress, die Arbeit, die gibt es überall, die Probleme mal. Aber wenn auch ein Priester merkt, ein Pfarrer merkt, ich gehe als Begleiter mit meinen Leuten mit und die Menschen, wenn es mir mal nicht gut geht, sind mir auch nahe, tragen mich mit. Durch Anteilnahme, aber auch durch Gebet, das muss nicht immer ausgesprochen sein, dann glaube ich, wird das besser. Und das meine ich mit, ich sage auch immer, weniger Berufszufriedenheit, sondern spreche von Berufungszufriedenheit. Dann gelingt auch die Berufung mehr und wird nicht mit zusammengebissenen Zähnen gelebt, sondern mit innerer Freude. Jemand hat uns geschrieben, vielleicht zum Thema Berufung auch, auf was muss sich ein junger Mann denn einstellen, wenn er Priester wird? Sie haben ja gerade selber davon gesprochen, so von Ihren Erfahrungen als Bischof, wenn Sie in irgendwelchen Gremiensitzungen sind, es geht sehr oft um materielle Dinge, um Geld und so, um Finanzen. Also muss so ein junger Mann, muss er sich darauf einstellen, wenn er Pfarrer ist, dass er praktisch nur noch Verwalter ist oder kann er auch darauf hoffen, dass er Seelsorger bleiben darf, dass er vielleicht auch in kleineren Pfarreien ist, dass er vielleicht in die Sonderseelsorge geht? Ich denke, dass wir in der Diözese Augsburg noch immer in der komfortablen Möglichkeit sind, dass wir eine Vielfalt von priesterlichen Aufgaben haben. Der Regelfall wird sein, da mache ich mir keine Illusionen, dass Männer, vor allem wenn sie kräftig sind und jung, leitender Pfarrer in einer Pfarreiengemeinschaft werden. Das ist natürlich schon mit Managementfähigkeiten verbunden. Und irgendwo auch mit den Kapazitäten, einen kleinen mittelständischen Betrieb zu führen. Das ist einfach so. Aber wir haben auch viele Sonderaufgaben, geistliche Aufgaben, Exerzitienbegleiter zu sein. Dann auch stellen wir auch wieder jüngere Priester frei für die Schule, also als Schulseelsorger, neben den Pflichtstunden an Gymnasien, weiterführenden Schulen, weil ich es ganz wichtig finde, dass wir in den Schulen unsere Füße mit drin haben. Dann, wenn es jemand kann, nicht die ersten Schreier, sondern die müssen es auch können, habe ich vor, als Bischof den einen oder anderen jungen Priester zu einer Promotion freizustellen. Wir müssen auch geistig mithalten können. Da muss nicht jeder gleich Professor werden, aber auch im gesellschaftlichen Disput die Stimme erheben zu können. Also ich muss für mich sagen, ich habe ja auch schon viel gemacht, es gibt kaum einen so vielfältigen Beruf wie den priesterlichen Dienst. Und das kann ich auch hier jetzt ganz offen bekennen, weil ich selber so erleben durfte, bin ich als Bischof der Letzte, der den Augsburger Einheitspriester haben will. Gleichsam, wie es in Peking den Mao Zedong-Anzug gegeben hat, dass es eben den Augsburger Kleriker gibt. Sondern ich möchte, wenn es jemand kann, auch hier dazu einladen, die Talente zu vervielfältigen. Das habe ich auch ja bei der Weihepredigt gesagt. Und
Dann kommt es halt wirklich darauf an, auf die konkrete Frage mit Verwalter. Ganz ohne Verwaltung wird es nicht gehen. Aber da sind wir an dem, was ich sagen würde, kooperative Gemeindeleitung. Nämlich Frauen und Männer herzuholen, die mir, die dem Pfarrer helfen. Also ich war damals junger Pfarrer und Dekan. Mir ist es gelungen, einen pensionierten Leiter des Arbeitsamtes in Neu-Ulm in die Kirchenverwaltung zu holen. Ich hatte zwei Kindergärten. Die Schlussentscheidung traf ich dann. Aber der hat mir alles mundgerecht vorbereitet als Fachmann für die Personalgespräche. Ähnliches galt. Ich habe einen Bankdirektor gewinnen können, der mir die ganzen Dinge für die Kirchenverwaltungen, das war damals schon im Plural, gemacht hat. Und somit sehe ich die Instruktion auch gut. Die Instruktion will den Pfarrer als Theologen, als geistlichen Menschen in den Mittelpunkt rücken. Aber nicht als Solisten, sondern umgeben von möglichst vielen kompetenten Frauen und Männern, die ihre Charismen einbringen, um den Priester zu unterstützen. Aber natürlich auch, die können den Priester nicht demokratisch runterstimmen. Also zum Beispiel, der Priester will jetzt eine große Bibelwoche veranstalten. Mit tollen Referenten, mit gemieteten Sälen, mit Gottesdiensten, Bands und so weiter. Kann ja wieder mal sein nach Corona. Dann ist es natürlich schlecht, wenn etwa die Kirchenverwaltung sagt, na, das machen wir nicht, weil wir jetzt eher die Kegelbahn renovieren müssen, überzogen gesprochen vom Pfarrheim. Da, glaube ich, geht es schon darum, dass der Pfarrer die pastoralen Prioritäten setzt und dass dann der Kassenwart, der Kirchenpfleger oder der Verwaltungsleiter schaut, haben wir die Rahmenbedingungen. Das will auch die Instruktion, nicht Entmachtung der Laien, sondern das rechte Zueinander. Wir haben jetzt eine interessante Frage, habe ich da jetzt noch dazu, die vielleicht wirklich ganz woanders jetzt auch her ist, aber ich finde die Frage interessant. Ich glaube, das muss ich dazu zusetzen, ich glaube, dass derjenige, der die Frage gestellt hat, nicht aus unserem Bistum ist, also wenn man den so anguckt als Freund. Also er sagt, er fragt, welchen Rückhalt haben denn die Priester vom Bischof, vom Generalvikar, vom Ordinariat? Also er würde immer wieder erleben und auch von einigen Priestern in seinem Umfeld das so hören, dass es im Klerus sehr viel Angst gibt, wenn man da kleine seine Meinung äußert gegenüber dem Bischof oder dem Generalvikar oder so oder dem Ordinariat, dass dann sofort gedroht wird, dass man da gleich mit Rausschmiss konfrontiert wird. Was sagen Sie da dazu? Also solche Drohgebärden kenne ich nicht. Ich lasse auch offen, woher diese Fragesteller kommt. Das braucht uns nicht zu interessieren. Aber ich weiß es noch, als der Kardinal Marx da war bei einem Friedensgespräch Anfang Januar im Goldenen Saal in Augsburg, da wurde ihm was Ähnliches als Frage gestellt. Und da hat er gesagt zum Publikum, natürlich ganz westfälisch, glaubt doch nicht, dass ich als Kardinal mit den roten Käppchen wie ein General auftrete und alle machen so und laufen in Gleichschrittmarsch. Diese Gestik und Mimik vom Kardinal hat mehr gesprochen, denke ich, als irgendwie eine Klarstellung. Ich denke so. Wir versuchen, der Bischof, der Generalvikar, Personalreferent, wirklich im Gespräch mit den Priestern zu bleiben. Ich habe allerdings auch festgestellt, auch in Corona-Zeiten, wie es Ministerpräsident Söder ja mal formuliert hat, Corona ist auch ein Charaktertest. Und ich denke, es braucht auch so etwas wie Verfügbarkeit und Loyalität. Manche sagen mir auch, also Bertram, wenn ich in einer Firma wäre oder bei einer Bank, da wird mehr Loyalität eingerufen oder abgerufen und auch gefordert, als das bei euch im Presbyterium ist. Ich denke so, wir sind ein bunter Club von Priestern, das darf auch sein. Ich habe jetzt wieder mit den Jubilaren gefeiert und da kann ich nur sagen, das tröstet mich. Die Alten, die oft goldene 60. bis 65. Priesterjubiläum hatten, das war auch schon immer ein Kollegium Panoptikum, um es mal da zu sagen. Nur ist es nicht so aufgefallen, weil es viel mehr waren als heute. Aber die haben sich ihre Originalität bewahrt.
Und so stelle ich auch fest, es ist ganz wichtig, dass ein Bischof, ein Generalvikar, immer wieder versucht, mit den Priestern als Mitbrüder im Gespräch zu bleiben. Und wenn es mal knistert, von uns aus nie das Gespräch abzuschneiden. Allen wird man es nicht recht machen können, aber ich glaube, ich bin niemand, der den Leuten den Kopf abreißt und nach hier jetzt gleich dann, wie Sie es in der Frage hatten, dass man sozusagen gleich abgesetzt wird und so weiter. Also das wäre natürlich schon, ich sage Ihnen ja mal ganz ein überzogenes Beispiel, wenn jetzt ein Priester auf die Idee käme, ich sage es ja mal so, eine Frau zu seiner ständigen Diakonin zu weihen, dann wäre das ein Punkt, der natürlich nicht nur gegen die Disziplin, sondern gegen die Lehre der Kirche, wie soll ich sagen, widersprechen würde, wäre auch irgendwo ein provokativer Akt und da müsste man dann Konsequenzen ziehen. Aber es muss sehr, sehr viel geschehen, dass ein Priester, schnoddrig gesagt, rausgeschmissen wird oder dass er irgendwo suspendiert oder versetzt wird. Also ich würde das auch nur als Ultima Ratio sehen und nach Möglichkeit schaue ich, dass das nicht so weit eskaliert, dass es dazu kommt. Um vielleicht mal das Thema mit der Instruktion abzuschließen, ich hätte zwar noch ein paar andere Fragen dazu, aber die lasse ich jetzt mal weg. Eine Frage finde ich noch interessant, wenn man sich so das Medienecho anguckt, also jetzt in Deutschland, aber vielleicht auch international, aber vor allem auch in Deutschland und das, was die Bischöfe sagen, das sind ja die Reaktionen, um es mal neutral zu sagen, sind ja doch sehr unterschiedlich. Warum schaffen das die Bischöfe nicht, dass sie, sagen wir mal, mit einer Stimme oder dass sie da eine Einheit haben in der Bewertung? Wir hatten erst eine Diskussion innerhalb der Diözesanbischöfe über ein ganz anderes Thema, nicht Instruktion, das liegt schon einige Wochen zurück. Und da wurde gesagt, das ist im wahrsten Sinn des Wortes Quadratur des Kreises, weil man keine Einigung haben wird. Denn wenn wir hier eine einheitliche Meinung haben, dann wäre das ein kleines Wunder, 27 Fürsten unter einen Hut zu bringen. Es gab dann Lacher, weil ja mein Nachbar Bischof von Rottenburg so heißt, nämlich Fürst. Aber damit ist es 27 Fürsten in Deutschland. Und dann nimmt man noch die Weihbischöfe dazu, die aber bei den großen Sitzungen sind nur zweimal im Jahr dabei und dann nicht so in Erscheinung treten. Wir sind sehr unterschiedliche Leute, Charaktere, theologische Richtungen, spirituelle Tendenzen, aber auch in sehr unterschiedlichen Gebieten Deutschlands. Und diese Gebiete, die prägen auch den Hirten. Das muss ich nochmal ganz klar sagen. Also ein Bischof, der im Norden tätig ist, der tickt auch anders, muss auch anders ticken, als jetzt einer in Bayern oder in den neuen Bundesländern, ist es nochmal viel schwieriger. Das gebe ich zu. Nur was ich jetzt finde ist, Einheit ist ein hohes Gut und ich habe es immer so gehalten, übrigens auch im Vatikan, im Staatssekretariat habe ich das gelernt, innerhalb der Mauern, ob dies in der Konferenz ist oder im Vatikan, kann man Tacheles reden. Aber wenn man an die Öffentlichkeit tritt, möchte ich alles vermeiden, um Mitbrüder namentlich oder auch indirekt zu kritisieren, weil da lachen die Dritten, die uns nicht wohlgesonnen sind. Und so sehe ich das jetzt auch mit dieser Instruktion. Meines Erachtens ist die Diskussion viel zu emotionalisiert, auch durch erste Wortmeldungen. Und wer den Text wirklich mal studiert, und ich muss ihn studieren, der wird feststellen, dass das keine Amputation des Volkes Gottes ist, sondern eine Zurechtrückung der Ordnung im Volk Gottes. Und wenn es mir ein bisschen gelingt, und das kann ich nicht verordnen, ich habe da auch keine besondere Funktion in der DPK, ich bin da engagiert. Und ich denke auch durch meine Biografie weiß man, wo ich schon überall gearbeitet habe, das wird geschätzt. Aber wenn ich da ein bisschen mitwirken kann, den Ball flach zu halten, zu vermitteln und auch irgendwo
einen guten Weg der Mitte, nicht der Mittelmäßigkeit zu gehen, dann bin ich da schon sehr, sehr zufrieden. Okay, jetzt machen wir einen ganz harten Break zu ein paar Fragen, die wir jetzt noch so reingekriegt haben. Ja. Ich hätte gerne mal eine Frage, Herr Bischof. Also die ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ernster gemeint, glaube ich. Also es geht um das Gebetshaus. Also welchen Umgang wollen Sie mit dem Gebetshaus pflegen? Welchen Kurs wollen Sie da einschlagen? Und wie steht es denn da mit der Vermischung der Konfessionen im Gebetshaus, auch vor dem historischen Hintergrund der Confessio Augustana? Sind jetzt vielleicht mehrere Fragen verknüpft, aber das ist so eine Frage. Also zunächst mal, kurz nach meiner Bischofsweihe habe ich bereits hier in dem Raum, in dem wir jetzt sitzen, den Gründer und Leiter des Gebetshauses, Herrn Dr. Johannes Hartl, zu einem Gespräch empfangen. Das hat fast 2 Stunden gedauert. Das war nicht nur ehrlich und frank und frei, wie es die Diplomaten dann sagen, wenn es zur Sache ging. Wir haben sehr gut miteinander diskutiert, aber es war von einer großen Herzlichkeit geprägt. Wir konnten auch lachen. Und ich habe vor allem 2 Punkte betont in dem Gespräch. Erstens, wir müssen für die Zukunft miteinander schauen, wo es Schnittmengen gibt. Und eine große Schnittmenge ist, wie ich es vorher angedeutet habe, das Evangelium Jesu Christi den Menschen von heute anzubieten. Und da gibt es verschiedene Weisen, wie das zu machen ist. Das ist das eine. Wo haben wir Schnittmengen? Und das andere Thema war, wie versteht sich das Gebetshaus? Und das ist ja keine neue Frage, das ist genau das, was ich in verschiedenen Wortmeldungen, auch im Gespräch mit Dr. Hartl, betone. Ich wünsche mir als katholischer Bischof nicht, dass hier eine neue Kirche im Sinn etwa einer in deutscher Sprache sich präsentierende Freikirche amerikanischen Stils etabliert, sondern ich wünsche mir, dass Leute, die vom Gebetshaus geistlichen Nutzen ziehen, den es auch gibt, auch wieder in ihre angestammten Konfessionen und Kirchen zurückkehren, um dort mit Power, erfüllt vom Heiligen Geist, zur Verlebendigung des kirchlichen Lebens beitragen. Das ist das Erste und das haben wir sehr gut besprochen. Im Hinblick auf die Confessio Augustana geht es nicht um eine Verwischung der Konfessionen, im Gegenteil. Die Confessio Augustana war kein fauler Kompromiss, auch wenn Martin Luther etwas argwöhnisch aus der Festung Coburg, wo er ja sozusagen gesessen ist, weil er geächtet war, gesagt hat zu Melanchthon, dem Hauptautor dieses Textes, ich hätte so leise nicht treten können wie du. Aber dieser Text ist der letzte große Versuch, die Einheit der, wie man es nannte, Altgläubigen, sprich katholischen Kirche, mit den Neugläubigen, also den Lutheranern, zu halten. Auf dem Reichstag in Augsburg diskutiert, verlesen. Leider ist dies gescheitert, dieser Versuch damals. Ich war selber junger Student der Theologie, als die 450 Jahre Confessio Augustana 1980 gefeiert worden sind. Jetzt freue ich mich, wenn wir 500 Jahre feiern dürfen. Übrigens auch der Einheitsrat ist höchst interessiert. Ich stehe hier auch mit dem Präsidenten Kardinal Koch schon jetzt in Verbindung. Wir wollen da auch was machen, nicht nur regional Augsburg und nicht nur historisch, kulturell, sondern wir wollen das auch an die Weltkirche zurückbinden. Und auch mit dem evangelischen Regionalbischof bin ich dran, auch mit der Oberbürgermeisterin Weber, wo ich beim Antrittsbesuch war, war das ein großes Thema. Also hier geht es nicht um eine Vermischung oder gar Nivellierung der Konfessionsgrenzen, sondern wir wollen versuchen, anhand der vielen Artikel der Confessio Augustana neu zu schauen, welche Artikel haben sich eigentlich erübrigt, wo sind wir eins, welche Artikel aber bedürfen noch weiterer Klärung. Also diese Confessio Augustana soll nicht ein gescheiterter Einigungsversuch sein,
ein Schlusspunkt, sondern eher ein Doppelpunkt, der uns vielleicht 500 Jahre danach neu durchstarten lässt. Fazit, ich halte die Confessio Augustana theologisch 500 Jahre danach für einen viel wichtigeren Meilenstein als die 95 vorwiegend Ablassthesen Martin Luthers, ein Symboldatum, von dem wir gar nicht wissen, ob es historisch stattgefunden hat, und es ist eigentlich nur ein Segment dessen, was geweitet wird 1530, wo es um christologische Fragen, um kirchliche Fragen, Heiligenverehrung, auch um Beauftragung oder Weihe in Ämter ist. Also wenn wir das jetzt die nächsten Jahre beackern, dieses Feld, dann kann dies auch theologisch hochinteressant werden. Und wenn uns das in Augsburg gelingt, ein bisschen auszustrahlen, dann kann auch Augsburg wieder zu einer neuen Stadt der Ökumene werden. Ich glaube fast, dass das mal ein Thema für einen eigenen Abend wäre. Genau, wenn wir mehr drin sind, wenn wir schon ein bisschen wissen, was wir machen. Eine Frage, die will ich jetzt noch stellen, oder zwei, aber eine finde ich ganz lustig. Es schreibt jemand, also wir sind jetzt hier in Ihrem Amtszimmer, lieber Bischof Bertram, nur aus Neugierde, was ist das denn für ein Porträt, das da hinter Ihrem Schreibtisch an der Wand hängt? Also das ist ja eine Steilvorlage für mich. Ja, bitte eine kurze Antwort. Das ist ein altes Vorbild, da können wir auch einen ganzen Abend machen. Genau. Das ist Johann Michael Seiler aus Aresing bei Schrobenhausen, gebürtig, unser Diözesan, dann Professor der Pastoral- und Moraltheologie und schließlich Bischof in Regensburg. Der schaut schon etwas in die Jahre gekommen aus. Das ist auch so, der ist gut 80 Jahre alt geworden. Teilt die Lebensdaten auf ein Jahr versetzt, jeweils mit Johann Wolfgang von Goethe, mit dem er auch in Briefkontakt war. Und über ihn habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Und das ist sozusagen mein großer Bischofspatron, obwohl er nicht heilig ist. Aber das ist ein ganz, ganz großes Vorbild für mich. Ja, und ja, bis hin zu Ihrem Wahlspruch. Und ganz genau. Oder Wappen. Wahlspruch genau. ist Augustinus und genau. Bernhard von Clairvaux. So. Eine Frage, das wir jetzt, also da bin ich auch nicht freundlich, ich kann jetzt wirklich nicht mehr alles stellen, aber eine Frage, und das wäre vielleicht dann auch fast schon ein Schlusswort von Ihnen. Ja, es geht nochmal um die Instruktion, um die Pfarreien. Es schreibt jemand, viele haben Angst, ihre Heimatkirche könnte sterben. Wo sind denn die lebenserhaltenden Maßnahmen? Erstens mal geht es darum, das Monument, das Haus Gottes aus Stein, wird so schnell nicht sterben. Also lebenserhaltende Maßnahmen bedeutet auch, schauen wir doch auf unsere Dorfkirchen, dass die erhalten bleiben mit Spenden, mit verschiedenen anderen Dingen. Und dann halte ich mich ganz an Franziskus bei San Damiano, der hat auch erst einmal diese Ruine von Kirche aus Steinen wieder aufgebaut. Aber dann baue meine Kirche wieder auf, hat er im tieferen Sinne gemeint. Wir haben jetzt in Corona die Hauskirche entdeckt. Wir werden auch nach Corona schauen müssen, welche Gottesdienstformate wir haben. Es muss und braucht nicht immer Eucharistie sein. Eucharistie ist Kern und Höhepunkt. Aber wir haben ja viele Frauen und Männer, die auch Gottesdienste gestalten können. Andachten, Rosenkranzgebet, Wort Gottes feiern, Stundengebet der Kirche. Auch das ausbauen. Und dann nochmal möchte ich ermutigen, was mich schon sehr nachdenklich gestimmt hat. An Ostern haben viele gesagt, ja, es war keine richtige Osternacht. Oder wie machen wir es mit den Osterspeisen? Da wurden dann zum Teil auf Traktoren die Pfarrer rumgefahren und die haben dann diese Körbe gesegnet. Alles recht und gut, danke für die Fantasie. Aber dass jeder auch segnen kann, Ehepartner können sich segnen, Kindersegnung, Speisesegnungen, Wohnungssegnungen, auch das ist Kirche. Also ich glaube nicht, dass die Heimatkirche sterben wird. Wichtig ist nur, wenn Corona hoffentlich es zulässt, dass wir immer wieder neu mit weniger Abstand und mit allem unsere Gotteshäuser öffnen können, gehen Sie bitte in die Kirche und zeigen Sie sich dort. Denn ich habe jetzt nach Corona auch festgestellt, kaum Gottesdienste mussten wegen Überfüllung jetzt in diesen restriktiven Verhältnissen geschlossen werden. Es gab immer wieder mal Dinge, aber es ist auch hier Platz
für alle. Und nützen wir dann wieder die Zeiten hinzugehen. Es liegt an uns, die Dorfkirchen werden weder geschlossen, noch werden sie sterben, wenn wir sie am Leben erhalten, baulich und geistlich. Dann würde ich jetzt einfach mal Danke sagen, Herr Bischof, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Die Themen gehen uns nicht auf und wir machen das Genau. Nämlich auf jeden Fall wieder mal. Genau. Hat wieder Spaß gemacht. Ich habe noch einen kleinen Werbeblock, der ist aber nicht bezahlt. Aber trotzdem im Werbeblock. Wer den Bischof wieder erleben will demnächst, das ist dann schon demnächst möglich, am nächsten Samstag, jetzt um 19 Uhr, Rosenkranz aus der bischöflichen Hauskapelle, kommt im Livestream auf Facebook und auf der Bistums-Homepage. Da möchte ich mich noch bei euch allen bedanken, dass ihr die Fragen gestellt habt, dass ihr dadurch ein bisschen mitdiskutiert habt. Ich bedanke mich beim Andreas Ihm, meinem Social Media Manager, der jetzt die Aufnahme betreut hat. Ich hoffe, dass das dieses Mal auch mit den Mikrofonen besser geklappt hat wie beim ersten Mal. Da waren wir noch experimentell unterwegs. Und auch danke an den Julian Schmidt, der mir die Fragen auf das Handy geschickt hat. Und dann bin ich eigentlich jetzt schon fertig. Oder wir sind beide mit dem Gespräch durch. Genau. Und Sie können, oder ich würde Sie bitten, Herr Bischof, wie beim ersten Mal, dass Sie uns einfach wieder Ihren Segen spenden. Und das, lieber Herr Dr. Michel, ist jetzt ein bisschen anders. Gerne spreche ich Ihnen und allen, die jetzt dabei waren, den Segen zu. Aber bei unserer ersten Ausgabe habe ich gesegnet als Priester. Jetzt kann ich den bischöflichen Segen geben. Das werde ich auch machen in der feierlichen Formel, sodass wir auch hier schon wieder einen kleinen Quantensprung haben. Dann hoffe ich nur, dass Sie die richtigen Antworten kennen. Das ist der Test! Das ist der Test! Da müsste ich gleich als Pressesprecher. Aber Sie können beruhigt sein. Ich spreche den Segen nicht Latein, sondern Deutsch. Ja, und das wird klappen. Und singen tun wir auch nicht. Bitte? Singen auch nicht. Gut, also. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne und behüte euch und allen, die euch anvertraut sind, der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Hat geklappt. Super. Also, schönen Abend. Aber das